Grüße zurück zu Aurora. Wir sind gerade dabei, die Bohrköpfe einzuziehen, wie ihr hier unten schön sehen könnt. Und tschupp. Weil wir gerade eben fertig gemeint haben. Das hat eine Ewigkeit und 3 Tage gedauert, aber wir haben es geschafft. So, dabei haben wir noch ein bisschen Science erzeugt. Jo, das ist ganz nett. Kuriport von der Oberfläche ist auch nett. Wir werden jetzt natürlich die ganze Science erstmal machen, weil wir noch nie auf Dres waren. Und deswegen müssen wir auch unbedingt eine EVA machen. Und eine Flagge. Jetzt habe ich eine Kombination aus Flagge und Fahne gemacht. Müssen wir auch noch placen. So, mein Problem ist, ich habe hier diese schöne Leiter mitgenommen. Mein Problem an der Leiter ist natürlich, ich habe vergessen, die ein bisschen anzupassen. Die war praktisch von der Aurora noch geblieben und, naja, ihr seht das Problem. Das heißt, wir werden jetzt erstmal testen. Hoppala, zieht die Leiter wieder ein. Ob wir auf Dres mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen können. Weil wenn nicht, dann werden wir das ganz schnell lassen. Unser Space-Kaninchen, Natris, testet das mal für uns. So, und flieg. Oh, kann man fliegen. Kann das klappt? Okay. EVA Report. Yay. So, das hat schon mal geklappt. Keep Data. Wisst ihr was? Wir bringen den EVA Report direkt erstmal nach Hause. So. Oh. So, und das schicken wir nach Hause. Also nochmal 50 Science. Hervorragend. Apropos. Dann können wir auch ein bisschen anderes Zeug schicken. Und zwar das hier. Das war das Barometer. Das Thermometer macht auch nochmal Science. Das schicken wir auch. Das Graviometer. Auch. Wir haben doch mehrere Antennen. Da können wir mehreres gleichzeitig schicken. Das ist ja praktisch. Und das Seismometer auch. Sehr gut. Wie sieht es mit dem Gu-Kanister aus? Sagt der uns was Tolles? 24 Science schicken wir auch. Ja. Und die Analysis habe ich auch schon gemacht. Die sieht so aus. Die... Hier. Die Ohr-Analysis. Moment. Wo sind wir? Ach, da drüben. Hier, entschuldigt bitte. Da sind wir. Also wir sind ziemlich gut gelandet. Hoppala. Wenn ich die Farbe ändere, so, seht ihr, also das ist 80% Cut-Off. Das bedeutet, wir sehen hier nur 80%ige Ohrvorkommen. Das ist ziemlich gut. Also Dres ist reich an Erz. Daran mangelt es ihm nicht. Leider sind die Tage saukurz und es war ein echter Akt, hier erstmal das ganze Ohr zusammenzusammeln, bevor die Batterien ausgehen. Na ja, gut, was soll man machen? Okay, wir haben den Gu-Kanister, wir haben das ganze Zeug gemacht. Ein Crew-Report haben wir auch eingesammelt bereits. Passt denn da noch Science rein? Nö, tut's nicht. Gut. Dann, Natris, aussteigen. Let's go. So. Lachi, Lachi. So. Oh nein, das machen wir. Ich habe Angst, die da drin wieder zu verkeilen. Restore. Okay, das haben wir geschafft. Übung macht den Meister, würde ich sagen. Okay, dann landen wir auf Dres. Blup. Butterweich. Helmkamera an. Yay, da ist jemand happy. Ja, die haben auch keine Nasen, deswegen atmen die auch alle so. Oder sind aufgeregt, kann auch sein. Oder ihnen geht die Luft aus. Haha. Die sind wie ein Fisch in diesem Teil. So, erstmal Flagge. Blup. Yeah, Winter Owl. Owl. So. So. Orion was here. So. Wir sind besser als die Aurora. So. Okay. Yay. Spaziergang auf Dres, ja! Rennen auf Dres, ja! Nee, Rennen ist langsamer als spazieren gehen, okay? EVA Report, keep, take surface sample! 240 Science, wenn wir es nach Hause bringen. Das wäre schön. So, aber erstmal geht's zurück ins Science Lab. Natürlich hat noch einen Haufen Experimente, die sie machen muss. So, kluck! Und blub! Grab! Und board! Hervorragend. So, dann schauen wir uns die Datas nochmal an und das schicken wir nach Hause. Und die 60 Science, ja. Ich würde sagen, die schicken wir nach Hause.
So. Wie sieht es damit aus, wenn wir das hier auf dem Planeten aufmachen? Gibt uns das nochmal 70 Science. Nochmal 70 Science. Wisst ihr was? Das schicken wir auch nach Hause. So, Transmit Data. Ja. Alright. Und, ach, den Gukanist habe ich auch vergessen aufzumachen. Nicht so wichtig. Okay. Dann, Control from hier. Das zumachen. Und bereiten wir uns auf den Start vor, würde ich sagen. Mal gucken, wie sind wir positioniert. Gut, wir haben eh keinen, wir sind eh kein Mond. Entschuldigt. Wir sind eh kein Mond, daher spielt das keine so eine große Rolle. Ja, wobei, wir sollten da lang fliegen. Also. Ranzoomen, ranzoomen. No, so ist eigentlich gar nicht schlecht, wie wir stehen. Sollen wir erstmal in Orbit eingehen? Ja, erst orbiten. Erst orbiten, würde ich sagen. Okay. Und Orbit wäre nach dort. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn hier Norden? Also Norden wäre... Wir fliegen erstmal. SAS aktivieren. Starte Reno. Start. Raffinerie ist aus. Raffinerie ist aus. Zünden der Engine. In 3, 2, 1. Feuer. Füße rein. Licht aus. Wir müssen darüber. So. Okidoki. Sieht gut aus. Das ist mein Ersatzpanel. Das klappen wir ein, bevor es noch jemand abreißt. Natrice, ich guck dich an. Na? Gute Dame. Hat uns ein Solarpanel gekostet. Okay, so. Uiuiui, wir verbrauchen ganz schön was an Saft hier. Aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht wird es am Ende noch funktionieren. Könnt ihr euch vorstellen, wir hätten hier noch eins. Hier noch. Eins, zwei, drei, vier Solarpaneele gehabt. Extra. Wir arbeiten momentan mit zwei. Drei, wenn wir alle ausklappen. Und wir hatten noch mal vier drauf. Also da wäre Saft kein Problem gewesen. Naja. Also bitte nicht dem Designer die Schuld geben. Das war die Kleine da. Die. Hier. Natürlich. Die ganz rechte. Ja, guck nicht so empört. Guck die da empört durch die Gegend so von. Ich war's nicht. Okay. Wir machen uns ein bisschen Liquid Fuel, bis wir da oben ankommen. Von wegen, uns geht der Sprit aus. Das Electric Charge geht uns aus. Wie kann uns das Electric Charge ausgehen? Wir sind doch voll in der Sonne. Apropos, wo ist die Sonne? Da hinten. Okay, wir deaktivieren die Raffinerie. Wir machen uns später Zeugs. Saft. Jetzt kommen wir hier erstmal gerade nicht besonders gut hoch. Ich will daran erinnern, dass wir ja mit einer Probe fliegen, ne? Also wir kontrollieren das Ganze ja aus der... aus dem elektronisch gesteuerten Körper und entsprechend... sollte uns der Strom nicht ausgehen. Sonst könnte das ein Problem werden. Außerdem ist unser SAS dann aus. Was auch ziemlich ungeil wäre. So, kommt zurück. Genau. So, jetzt seht euch das an. Die... hier. Die Reno macht 2000 kN Schub. Wenn ich jetzt die Raffinerie aktiviere... 2000 kN Schub. Vorführeffekt! Oh, wir sind schon da. Hoppala. Wir haben schon ein Orbit. Oh, 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 ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ausschalten. So. Okay. Ein bisschen rauszoomen. Nächstes Ziel, Jol. So. Wie kommen wir jetzt von hier nach Jol am blödsten? Also ich würde ja sagen, wir beschleunigen hier. So. Und dann kriegen wir... Oh, das sieht gut aus. Ja, so gut sieht das auch wieder nicht aus. Moment, vielleicht sollten wir an der... dort, wo sich die Bahnen schneiden, überkreuzen. Na, da sind wir da dran. Das passt schon eigentlich einigermaßen. Dann würde ich sagen, beschleunigen wir jetzt einfach mal raus.
Ja, wir werden jetzt einfach mal raus beschleunigen und zwar auf der gegenüberliegenden Seite, da hinten. Und dann, wenn wir jetzt um die Sonne drehen, werden wir schauen, dass wir irgendwie. Was ist denn hier los? Warum fangen die Solarpaneele keinen Strom an? Seid ihr kaputt? Nö. Seid ihr voll mit Staub? Was ist los? So, extend. Wie geht hier der Strom aus? Wie kann das sein? Ich habe zwei fette Solarpaneele und es geht der Strom aus. Okay, machen wir das. Stop Research. Ja, das war's. Gab's ein Patch? Haben die gepatcht und jetzt kosten. Sind die Stromkosten für diesen Research höher oder was ist da los? Okay, Start Research. Jetzt haben wir 1000 Saft, das können wir uns leisten da. Das wird reichen, bis wir die Triebwerke zünden müssen. Also das eine Triebwerk, wir haben ja noch eins. Und die Reno macht uns dann schon genug Strom. Das wird taugen. Yay, hübsch buntes Dways. Jetzt gewinnen wir zum Beispiel noch Strom. Wir sind auf der dunklen. Ja, so dunkel ist es gar nicht eigentlich, ne? Wie auch immer. Okay. Wir wollen jetzt. Ah ja, jetzt sind wir auf der dunklen Seite. Ups, ups. Jetzt geht der Strom aus. Ups, 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 ups. Ganz schnell der Strom aus. Ganz schnell. Stop Research. Okay. Stopp. Bitte mal ausrichten. Okay. Und Schub. Ja, jetzt steigt auch unser Strom. Alright. Komm noch ein bisschen und dann schießen wir raus. Und. Und. Oh, Mann. Dresd ist aber eine fette Sau. Tschüss. Alright. So. Und schon sind wir weg. Tschüssi, Dresd. So. Und jetzt können wir auch das Ding hier wieder anmachen. Start Research. Mach das Teil hier auf. Zeig mir, was du noch hast. Hey, da können wir noch ein bisschen was schicken. Das gibt nochmal 50 Science und das gibt nochmal nichts. Können wir vielleicht noch das Thermometer aktivieren? Es gibt auch nichts. Na gut. Dann eben nicht. Oh. Aber es ist der perfekte Zeitpunkt, um unser Ohr zu raffinieren. So. Und fertig mit raffinieren. Wir sind vollgetankt. Jetzt. Nein, wir sind einfach nur, kam einfach nur kein Strom mehr. Jetzt sind wir vollgetankt. Na, das hat sich doch gelohnt. Wir sind auf einer Umlaufbahn, ähnlich der von Dres, also jetzt gleich, sobald wir hier raus sind, haben noch 3000, fast 3400 Ore an Bord, also Erz auf Deutsch, und sind mit vollen Tanks unterwegs. Das hat sich doch überraschend gut gelohnt. Ich hatte Angst, dass wir da versauern, weil mir ein bisschen Schiss gemacht, so die Gravitation von Dres. Gut. Und da haben wir Jol. Wie kriegen wir jetzt am blödsten irgendwie eine. Aha! Oh, seht euch das an. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, wird's aber wohl nicht. Nein, da drüben. Müssten da drüben hier irgendwo. Okay, wenn ich jetzt beschleunige, werden wir langsamer. Ich müsste bremsen. Wir müssen aufholen. Wir sind hier und Joel ist da. Oh. Warum sind wir so schief? An der Stelle einfach nur beschleunigen. Ja, wir schießen da ganz schön runter, ne? Wenn wir ein bisschen noch an der Höhe spielen. Ne, es wird nicht unbedingt besser.
wenn wir früher beschleunigen? Später eventuell. Oh, das ist es. Das ist es. Pass mal auf. Wir beschleunigen hier. So. Und etwas nach oben. Nur ein minimales bisschen. Bis uns praktisch die übereinstimmende Node auf unserem Intercept liegt. Nee. Nee, das war schon zu viel jetzt. Komm zurück. So in der Art ist gut. Vielleicht einfach früher. Nee, früher ist nicht so gut. Später? Ja, später, da kommen sie näher. Ah, diese blöde Inklination, die Dres hat, das ist ja die Hölle. Okay, das machen wir anders. Das müssen wir irgendwie anders regeln. Und zwar werden wir jetzt beschleunigen. So, um auf der anderen Seite praktisch hier eine Apoapsis hinzukriegen. Zumindest soweit es geht. Was ist denn jetzt los? Sag mal, was habe ich denn hier falsch gebaut, dass der mir immer mehr Sprit aus einer Seite zieht? Wobei, nee, jetzt ist alles okay. Hat er mir das Ohr ungleichmäßig verteilt oder wo ist das Problem? Ja, das Ohr ist ungleichmäßig verteilt. Das ist ja furchtbar hier. So, besser. Ja, deutlich besser. Okay. Dann beschleunigen wir hier mal kurz, um da drüben die Apoapsis hinzukriegen. So, das reicht. Das reicht. Okay. Dann werden wir hier rüber gehen und hier unsere Bahninklination anpassen. Das wird nicht schön. Das wird nicht schön. So. Wenn wir gerade dabei sind, könnten wir auch versuchen, auf der anderen Seite eine Node hinzukriegen. Okay, machen wir es anders. Hier passen wir die Bahninklination an. Ups, falsche Richtung. Nach unten. So, ein bisschen mehr. Okay. So, 0,0. Okay. Die Note steht. Und hier können wir ein bisschen beschleunigen. Wenn wir hier beschleunigen, passiert gar nichts. Vergiss das. Wir passen einfach nur da drüben die Bahninklination und dann ist gut. Gut. Wir können das restliche Ohr verwandeln. Jupp. Nur 75 Ohr haben wir noch. Das ist ein winzig kleiner. Komm, das verbrauchen wir jetzt auf der Stelle. Das. So. So, das Ohr machen wir jetzt schnell weg. Moment, stopp, Start. Und 0. Wir sind bei 0 Ohr. Haben wir das komplett verbraucht. Brauchen uns darum nicht mehr kümmern. Okay. So. Dann werden wir jetzt auf die andere Seite huschen. Und mit huschen meine ich warten. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt Science gemacht, wir sind auf Dres rumgehüpft, wir sind von Dres abgehauen, wir haben angefangen, schöne Welt herumzukümpeln. War doch eine gute Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir Richtung Ohr einparken, Richtung Jol einparken und hoffentlich sowohl an Bob vorbeifliegen, wie auch dann auf Po landen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie immer, Abonnenten erfahren es zuerst, also würde ich mir gut überlegen an eurer Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß noch.
Bis zum nächsten Mal.